Jetzt Nikolai. Kussi, Kussi. Ah, doch noch nicht. Wo bist du hin? Okay. Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Doch mal, wir haben ausgemacht, dass wir ihn erstmal treffen. Scheiß auf den Impfstoff. War gar nicht so kacke, oder? Okay. Ich dachte ehrlich gesagt, wir stellen uns ein bisschen beschissener an, aber es war okay. So, können wir das erstmal kombinieren? Okay, 20. Okay, das passt alles. Aber das können wir eigentlich auch verstauen, weil aktuell spielen wir eher Schrotflinte. So, speichern, dass wir den gekillt haben. Nicht gestorben, also top. Ich dachte schon, wir sterben, um ehrlich zu sein. Aber wir mussten auch zweimal, nee, dreimal healen, oder? Müssen wir zweimal healen oder dreimal healen? Ah, nee, hier kann man gar nicht runter. Voll die große Lagerhalle. Aber wir hatten auch viel Brandinger. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Nein, wir schießen ihn ab. Und nicht schon wieder. Oh, ich wusste es. Das Nemesis? Nein. Hast du je sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Wir haben fast gar keine Munition mehr. Das ist cool. Übergang im Gange. Bitte Stromquellen reaktivieren. Oh nein. Mist, sie braucht Strom. Ja, da drüben. Sagen uns aus. Warum habe ich eigentlich, warum habe ich kein Heal mitgenommen? Ha? Ah! Jetzt kann man das machen. Bring dich gleich wieder zu Boden.
Das sieht schon toll aus. Alter, die Waffe ist geil. In die Fresse? Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Also wenn das jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Den bin ich los. Das hast du schon mal gesagt. Zum Glück ist die Waffe so krass, dass wir da jetzt komischerweise ein Tor haben. Oh. Ich doch nicht. Wie kommen wir denn hier raus? Ich dachte eigentlich wirklich, wir kommen durch das Tor. Ah. Guck mal, da wäre sogar Heal gewesen. Hätten wir es uns doch mal gleich angeguckt. So ein Ding ist das. Hä? Wir müssen doch bestimmt durch dieses Feuerding, oder? Jill hat ja Sprüche drauf. Ah, nee, da. Aber echt, ne? Guten Abend, Tee, Hallöchen, alles gut bei dir? Sicher ist sicher. Nikolai nicht mit dem Impfstoff entkommen lassen. Das sieht ja hier heftig cool aus. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Los! Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Oh Gott, ich hab Angst! Sie wird's nicht tun! Carlos! Ey, ich hab extra weggezogen von ihm! Hey! Ich sag doch, ich lass dich nicht zurück! Oh nein! Muss man ihn erschießen? Das ist zu grausam! Okay, ihm geht's gut. Was ist mit dir? Ich dachte schon. Friendly Fire und so kennt das Spiel nicht. Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie.
paar Ermittlungen machen mir nichts. Ist so. Pisser. So, wie er uns das Leben zur Hölle gemacht hat. Jill, alles okay? Da ist sie. Endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Gigi! Ah, jetzt ist es schon vorbei. Wie geht's weiter? Ja, Resident Evil 4. Ah, die Grafik war echt geil, wirklich. Echt schade, dass die Story so kurz ist. Ja, voll. Und eine Kussszene gab's auch nicht. Nochmal, ich hab's nicht gesehen. Auf YouTube gerne. Ist schon eine Folge draußen. Auf YouTube kommt die ganzen Folgen hier. Für die Leute, die es verpasst haben. Dann ging das Spiel gar nicht so lang. Schade. Das ist ein bisschen traurig. Wer ist auch traurig? Ich habe eigentlich gedacht, wir brauchen heute ein bisschen länger. Wie lange haben wir gebraucht für heute? Weiß das jemand? Bin echt enttäuscht, dass der Bosskampf zum Schluss so leicht war. Man kann es ja auch ein bisschen schwerer spielen. Aber ich fand auch, der Bossfight war am Ende echt zu easy. Da fand ich das im Brunnen, wo er so rumgerannt ist, ein bisschen schwieriger. Nein, es soll noch nicht vorbei sein. Die Kussszene fehlt doch noch. Gerne auf YouTube vorbeischauen. 21 Uhr angefangen oder so. 2 Stunden. Was? Aber dafür ist der Grafik der Hammer. Ja, ich finde auch. Also die Szenen, die Grafik ist echt geil. Und ich bin sowieso so ein Schisser. Ich hatte Angst ab und an. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also bei manchen kam meine Angst auch zu euch an. Ja, ich spiele mal den Boss in der Ferne. Ich sag ja, man kann es auch noch stärker. Man kann es ja auch noch hochschrauben. So ist ja nicht. So mega gruselig war es eigentlich nicht, oder? Also, ich fand diese Hunter schon gruselig und diese. Zum Beispiel diese Lecker waren ganz wenig dabei. Nur 2, oder? Oder nur einmal sogar? Oh, zum Glück, ich hasse die. Ich hasse die. Ist Jill nicht mit Chris zusammen? War nicht was? Oh, keine Ahnung. Hallo, Chilling Boy. Ja, ist das vorbei. Ist immer so schade. Ey, wir haben jetzt schon dieses Jahr 2 Spiele durchgespielt, ne?
Wir haben dieses Jahr jetzt schon Death Stranding durchgespielt. Und Resident Evil Remake. Haben wir noch irgendwas durchgespielt, storymäßig? Dann kommt jetzt am 10. Final Fantasy Remake, was wir wahrscheinlich auch durchspielen werden. Ziemlich sicher sogar. Ja, schade. Zwei gute Story-Games. Ah. Was mit Teil 2? Ich glaube, Teil 2 habe ich doch auch schon gespielt, Remake. Aber Rez war zu kurz. Also Resident Evil war echt kurz. Cyberpunk, ja, aber Cyberpunk dauert noch. Von Detroit? Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann Lord. Aber das hat auch eine mega lange Story. Story Games sind so eine Sache. Es muss einen packen, sonst wird es schwierig dran zu bleiben. Sehe ich auch so, Shilling Boy. Sehe ich auch so. Aber ich denke, Final Fantasy werde ich auch durchzocken. Nein, Ducky. Wie lange ging das Spiel insgesamt? Wie lange haben wir ungefähr gebraucht? Heute 2 Stunden, das letzte Mal 5, ne? Aber ich spiele auch langsam. Also es ist schon ein kurzes Game. Falls ihr euch für das Game interessiert, ihr könnt euch das gerne günstiger über meinen Instagram-Link runter holen. Und dann runterladen natürlich. Geht dann auf Steam. Gibt es aber auch für Konsole, also bei meinem Link, bei Instant. Ja, und supportet mich dadurch. Plus, ihr könnt Spiele vorbestellen, könnt sowas wie Resident Evil auch darüber holen. Ist auch nochmal dort auf der Seite reduziert. Und ja. Siehst gleich, wie lange du gebraucht hast. Stimmt, es steht gleich noch da, ne? Kurz, aber dafür wieder die geile Erinnerung an früher. Ja, und ihr habt mich ein bisschen leiden gesehen. Aber was hatte die denn da in der Hand? Sie hatte da vom Gegenmittel so ein bisschen was, ne? Oder? Was hatte die da im Flug, im Heli? Achtung, jetzt die geheime Szene. Das kommt wirklich noch eine Szene. LOL! Das war ein Scherz eigentlich, ne? Auch wenn sie nur das gemacht hat, ist mir egal. Es kam wirklich noch eine Szene. Ich hab eigentlich nicht gedacht, dass da irgendwas passiert. Oha, wir haben 5 Stunden und 52 Minuten gebraucht. Aber wir haben auch langsam gespielt. Ja, Rang C ist okay. Tode 7 Mal.